Nun kommen wir zum 10. Aspekt des Tauschs, den ihr ganz unten auf eurer Themenübersicht findet. Es geht dabei um den alten und den neuen Menschen. Schlagen wir am besten gleich Römer 6,6 auf. Eine jener Stellen im Neuen Testament, wo der Begriff der alte Mensch erscheint. Die neuen Übersetzungen sagen stattdessen unser von der Sünde beherrschtes Ich oder dergleichen. Aber ich predige schon so lange anhand der englischen King James Bibel und habe so viel davon auswendig im Kopf, dass mir immer diese Version einfällt, wenn ich eine Passage suche. Nun also Römer 6,6. Paulus spricht hier über die Bedeutung der christlichen Taufe. Er erklärt, dass sie ein Begräbnis sei und dass ein Begräbnis erforderlich werde, wenn jemand gestorben ist. Somit erkennt die christliche Taufe in erster Linie an, dass jemand gestorben ist. Und in zweiter Hinsicht ist sie dann das Begräbnis dessen, der gestorben ist. Das Begräbnis führt jedoch zu einer Auferstehung. In den folgenden Versen erläutert er den Tod, der eingetreten ist. Wir wollen jedoch nicht die ganze Frage nach der Taufe aufwerfen, sondern uns nur Römer 6,6 ansehen. Da wir dies erkennen, hoffentlich hört sich das nicht zynisch an, aber ich stelle fest, dass die Mehrzahl der heutigen Christen immer dann, wenn Paulus sagt, wir wissen oder wir erkennen, etwas nicht weiß oder erkennt. Überprüft euch am besten selbst, ob ihr dies erkannt habt. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit Jesus mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Paulus sagt, unser alter Mensch sei in Jesus gekreuzigt worden, als Jesus gekreuzigt wurde. Was ist nun der alte Mensch? Hier verwendet er auch noch die Formulierung der Leib der Sünde. Paulus gebraucht insgesamt 4 solche Formulierungen. Sehen wir mal, ob ich sie zusammenbringe. Zunächst der alte Mensch und der Leib der Sünde. An einer anderen Stelle spricht er vom Leib der Sünden des Fleisches. Und eine andere Formulierung wäre noch das Fleisch. Diese Worte würde ich als neutestamentliche Fachbegriffe bezeichnen. Wenn zum Beispiel ein junger Mann Elektroingenieur werden möchte, dann geht er davon aus, dass er in seinen Büchern mit gewissen Fachbegriffen konfrontiert werden wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Begriffe verwendet werden. Doch jemand, der dieses Thema nicht studiert hat, wird diese Begriffe vermutlich auch nicht verstehen. Für die Kommunikation ist es jedoch unbedingt notwendig, sie zu wissen. Und jeder junge Mann, der so ein Ingenieur werden möchte, wäre auch bereit, sich diese Begriffe anzueignen. Dasselbe gilt meines Erachtens auch für uns Christen. Im Neuen Testament gibt es ein paar solcher Fachbegriffe, wie ich sie nennen möchte, die eine ganz spezielle Bedeutung haben, die man nur begreifen kann, wenn man das Neue Testament studiert. Und hier haben wir gleich eine ganze Liste solcher Begriffe. Der alte Mensch, der Leib der Sünde, der Leib der Sünden des Fleisches und das Fleisch. In bestimmten Textzusammenhängen, und das ist nicht in jedem Textzusammenhang, bedeuten diese Begriffe nicht, was sie auf den ersten Blick zu bedeuten scheinen. Mit anderen Worten, wenn Paulus vom Fleisch spricht, könnte man meinen, er spreche vom physischen Leib eines Menschen, doch das stimmt nicht. Dasselbe gilt, wenn er vom Leib spricht. Manchmal meint er damit tatsächlich unseren physischen Körper, doch an vielen Stellen meint er eben nicht den physischen Körper, sondern, nun, was meint er damit? Es ist nicht leicht zu definieren, was er meint. Ich persönlich würde sagen, nun, er spricht vom alten Wesen des Menschen, das jeder Nachkomme Adams von Geburt an in sich hat. Er spricht von einer Natur,
von einem Wesen, man könnte auch sagen von der Natur Adams. Diese Natur, dieses Wesen, kann man mit einem Wort, mit einem einzigen, einfachen Wort umschreiben. Könnt ihr lesen, was hier steht? Was steht hier? Rebell. Das ist eine unangenehme Wahrheit über jeden Einzelnen von uns. In jedem von uns steckt ein Rebell. Wir haben keine Wahl, wir wurden so geboren. Und Gott hat etwas mit diesem Rebellen vor. Wisst ihr, was er mit ihm vorhat? Er schickt ihn weder in eine Gemeinde, noch auf die Sonntagsschule, noch lässt er ihn Bibelstellen auswendig lernen. Was er mit ihm vorhat, ist ganz einfach. Ja, genau. Er richtet ihn hin. Er richtet ihn hin. Gott hat keine Zukunft für diesen Rebellen. Doch die Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft, ist, dass diese Hinrichtung vor fast 2000 Jahren stattfand, als Jesus am Kreuz starb. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt. Das ist eine historische Tatsache, die genauso sicher und unerschütterlich ist wie die Tatsache, dass Julius Caesar im Jahr 55 vor Christus auf den britischen Inseln einmarschierte. Versteht ihr? Es ist eine objektive, historische Tatsache. Ob wir sie glauben oder nicht, hat keinerlei Auswirkung auf die Tatsache an sich. Jedoch, wenn wir diese Tatsache wissen und glauben, wird sich unser Erfahrungshorizont ändern. Paulus sagt also in Römer 6,6, da wir dies erkennen. In Römer 6,11 sagt er dann noch, ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus unserem Herrn. Die Reihenfolge ist logisch. Zunächst einmal müsst ihr die biblische Tatsache kennen und erkennen, dann müsst ihr sie persönlich anwenden und euch als tot für die Sünde betrachten. Es ist eine interessante Frage, was es denn bedeutet, für die Sünde tot zu sein. Seht ihr, das ist alles Teil dessen, was das Kreuz uns bereitstellt. In meinen Büchern verwende ich gern folgendes Beispiel von einem unglaublich schlechten Menschen, von einem Mann, der so übel ist, dass normale Kirchgänger gar keine Zeit für ihn haben. Er trinkt Whisky, raucht Zigarren, schaut sich im Fernsehen Pornofilme an und ist seiner Frau und seinen Kindern gegenüber gemein und eklig. Seine Frau und seine Kinder sind gläubig geworden. Am Sonntagabend schleichen sie sich immer zur Tür hinaus, um in die Gemeinde zu gehen und von diesem Mann weg zu sein. Eines Sonntagabends schleichen sie sich hinaus und lassen ihn mit seinem Whisky und seiner Zigarre im Sessel sitzen, wo er sich gerade einen sehr bedenklichen Film im Fernsehen anschaut. Und sie verbringen schöne Stunden in der Gemeinde und auf der Heimfahrt sind sie fröhlich und singen Lieder. Als sie zur Tür hereinkommen, zucken sie zusammen, weil ihnen plötzlich klar wird, dass der Mann zu fluchen anfangen wird, wenn er sie christliche Lieder singen hört. Sie kommen auf Zehenspitzen näher, seine Zigarre liegt neben ihm, der Rauch kräuselt sich nach oben, das Glas Whisky steht auf dem Tisch. Er trinkt nicht mehr, er verfolgt nicht mehr mit, was im Fernseher geschieht, und er brüllt sie nicht an. Ja, er wird nicht mal zornig. Wisst ihr warum? Er hatte einen Herzinfarkt. Er ist tot. Er ist tot für die Sünde. Ich meine das ernst. Genau das meint Paulus hier. Denn wie wirkt sich das aus? Die Sünde hat keine Macht mehr über ihn. Die Sünde ist nicht mehr attraktiv für ihn. Die Sünde bewirkt keinerlei Reaktion mehr in ihm. Und das ist ein Bild dafür, was es heißt, für die Sünde tot sein. Paulus sagt ja, ebenso müsst ihr euch als tot für die Sünde betrachten. Warum? Weil wir auf dem stehen, was am Kreuz geschehen ist, weil Gott in Jesus den alten Menschen hingerichtet hat. Unser alter Mensch wurde getötet, doch wir müssen das wissen. Wir müssen es für uns persönlich annehmen und umsetzen. Wenn wir diese beiden Dinge tun, wird diese Tatsache zu einer Realität in unserem Leben werden.
sich die Sünden vergeben zu lassen, was etwas Großartiges ist, und den Rebellen hinrichten zu lassen, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Ich ging zum Beispiel als kleiner Junge jeden Sonntagmorgen in die Kirche und bekannte meine Sünden. Wir hatten im Grunde keine Wahl, weil jeder das tat. Und ich ging aus der Kirche hinaus und hoffte, dass sich vielleicht etwas ändern würde. Aber ich wusste nur allzu gut, dass ich in der darauffolgenden Woche wieder genau dieselben Sünden tun würde, die ich eben bekannt hatte. Und ich fragte mich, was besser sei, die Sünden bekennen und sie weiterhin tun, oder sie erst gleich gar nicht bekennen. Doch das ist nur eine religiöse Formalität. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Denn Gott kümmert sich nicht nur um unsere Vergangenheit. Es ist etwas Großartiges und Gewaltiges, Vergebung für die Vergangenheit zu bekommen. Aber solange ein Rebell in dir steckt, ist dein Problem nicht gelöst. Warum? Weil der Rebell dich dazu bringen wird, weiterhin rebellische Werke zu tun. Gott möchte uns also nicht nur Vergebung für unsere Vergangenheit schenken, sondern auch den Rebellen in uns töten. Gott führte mir das vor vielen Jahren sehr anschaulich und sehr plastisch vor Augen. Ich war ungefähr 8 Jahre lang Pastor einer kleinen Pfingstgemeinde im Herzen Londons. Wer mich heute kennt, kann sich das vielleicht nur schwer vorstellen, doch wir hielten 3-mal die Woche im Herzen Londons an einem Fleck, der Speaker's Corner, Marble Arch, heißt, Gottesdienste im Freien ab. Und dort fingen wir unsere Fische sozusagen. Wir gingen hin und angelten uns Sünder und holten sie nach Hause. Im Laufe der Jahre bekehrten sich hunderte Sünder bei diesen Veranstaltungen am Speaker's Corner. In dieser Zeit hatte ich eines Nachts einen sehr lebhaften Traum. In diesem Traum sah ich eine typische Freiluftveranstaltung, eine Menschentraube, und mittendrin stand ein Mann und predigte. Ich sah mir den Mann an und hörte zu, was er predigte, und dachte mir, was er da predigt, ist wirklich gut. Aber der Mann hatte etwas an sich, das ich nicht mochte. Er sah aus, als hätte er einen Buckel und einen Klumpfuß. Er sah insgesamt sehr krumm aus. Als ich aufwachte, fragte ich mich, was das wohl zu bedeuten hätte, doch dann vergaß ich es wieder. 2 Wochen später hatte ich denselben Traum nochmal, und diesmal sagte ich mir, anscheinend will Gott mir etwas sagen. Ich frage mich, wer dieser Mann wohl ist. Und mir kam es vor, als sagte der Heilige Geist zu mir, was Nathan zu David sagte, du bist der Mann. Und mir wurde ein völlig neuer Aspekt des Heils klar. Ich war bekehrt und stand fest im Glauben, war im Geist getauft und diente dem Herrn. Aber es war immer noch etwas in mir, das in den Augen Gottes krumm und inakzeptabel war. Das war der alte Mensch. Ich hatte vom Neuen Testament her nicht verstanden, was Gott mit diesem alten Menschen vorhatte. Ich musste all diese Dinge erst für mich selbst begreifen. Damals stand gerade Ostern vor der Tür. Und deshalb hatte ich immer ein Bild von diesem Hügel Golgatha oder dem Kalvarienberg mit den 3 Kreuzen darauf vor Augen. Das mittlere Kreuz war viel höher als die beiden anderen. Und der Heilige Geist stellte mich auf die Probe und sagte, sag mir, für wen das mittlere Kreuz aufgestellt wurde. Und mir kam es vor, als fügte er hinzu, überleg genau, was du antwortest. Deshalb hielt ich inne, dachte nach und sagte schließlich, es war für Barabbas aufgestellt worden. Er erwiderte, genau, denn das Kreuz war ja ursprünglich nicht für Jesus aufgestellt worden. Begreift ihr denn, Barabbas hätte ja hingerichtet werden sollen. Doch er wurde im letzten Moment freigelassen und Jesus trat an seine Stelle. Der Heilige Geist sagte somit, Jesus trat also an die Stelle von Barabbas. Ich erwiderte, das stimmt. Dann sagte der Heilige Geist, aber ich dachte, Jesus trat an deine Stelle. Ich sagte, ja, das stimmt auch. Dann entgegnete er, dann musst du Barabbas sein. In diesem Augenblick verstand ich es. Ich versuche niemanden davon zu überzeugen. Es war einfach eine Offenbarung. Ich erkannte, dass ich der Kriminelle war, für den das Kreuz aufgestellt worden war. Es hatte genau meine Größe, es war für mich gemacht.
Doch Jesus trat an meine Stelle. So wurde mir plastisch vor Augen gemalt, was Gott mit dem alten Menschen vorhat. Und das ist etwas ganz anderes als Sündenvergebung. Sündenvergebung ist etwas Großartiges, doch solange dieser alte Rebell immer noch in dir lebt, wirst du nie wirklich ein Leben im Sieg und echter Fruchtbarkeit führen. Es ist Gottes Ziel, diesen Rebellen zu töten. Es ist Gottes Gnade, dass diese Hinrichtung stattfand, als Jesus starb. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt. In der alten King James Bibel steht, er ist gekreuzigt, das ist die Perfektform. Die korrektere Übersetzung wäre jedoch, er wurde gekreuzigt, also im Imperfekt. Es ist eine konkrete, einmalige, abgeschlossene, historische Tatsache. Es ist wahr, unabhängig davon, ob wir es wissen oder glauben. Doch wenn wir es wissen und glauben, wird es uns verändern. Das wäre also die negative Seite dieses Tauschpaars. Unser alter Mensch wurde gekreuzigt, damit der neue Mensch in uns lebendig würde. Das ist der Tausch zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Betrachten wir kurz dieses Bild vom neuen Menschen. Es gibt von mir eine englische Radiolehrkassette zu diesem Thema mit dem Titel The Old Self and the New Self, das alte und das neue Ich. Darin zeige ich auf, dass diese beiden Personen im Mittelpunkt der neutestamentlichen Offenbarung stehen, viele Christen jedoch nur wenig darüber wissen. Diese beiden Personen haben keinen eigenen Namen. Sie heißen immer nur der alte und der neue Mensch. Interessanterweise gibt es beim alten Menschen keine Unterscheidung nach Herkunft. Es ist nirgends die Rede von einem jüdischen alten Menschen oder einem nichtjüdischen alten Menschen oder einem griechischen alten Menschen, sondern es ist immer nur der alte Mensch, der Adam in jedem von uns. Als Adam seine Kinder zeugte, war er bereits zum Rebellen geworden und deshalb hat jedes Kind, das von Adam abstammt, das Wesen eines Rebellen in sich. 22-24. Gehen wir nun zu Epheser 4:22-24. Im Grunde ist diese Passage eine Ermahnung, echte Christen zu sein. Das ist die Grundaussage. Und dies wird anhand eines Bilds veranschaulicht. Man zieht seine Kleidung aus und zieht eine neue Kleidung an. Zitat, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt oder ausgezogen habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier werden diese beiden Personen, der alte und der neue Mensch, beschrieben. Das Schlüsselwort, das das alte Ich oder den alten Menschen charakterisiert, ist zugrunde richten oder auch verderben. Die Sünde richtet das Wesen des alten Menschen zugrunde. Er ist moralisch verdorben, emotionell verdorben und physisch verdorben. Er ist totgeweiht. Das Ende des Verderbens ist der Tod. Gott führte mir sehr anschaulich vor Augen, dass Verderben ein unumkehrbarer Prozess ist. Wenn etwas verdirbt, gibt es keine Möglichkeit, diesen Prozess des Verderbens umzukehren. Man kann ihn verlangsamen, aber nicht aufhalten. Wenn Gott nun etwas für uns tun möchte, muss er uns zwangsläufig einen ganz neuen Anfang schenken. Er versucht nicht, den Prozess des Verderbens irgendwie zu verlangsamen oder zu verbessern. Vielmehr tilgt er das Verdorbene und ersetzt es durch ein neues, unverderbliches Wesen. Schaut euch doch nochmal Epheser 4:22 an. Eine etwas wörtlichere Übersetzung würde lauten, den alten Menschen, der aufgrund der Lüste des Betrugs verdirbt. Das Problem des alten Menschen besteht im Grunde darin, dass Satan ihn betrogen hat. Und aus diesem Betrug heraus entsteht das, was das Neue Testament Lust nennt. Im Neuen Testament ist mit Lust häufig ein Verlangen gemeint,
das ursprünglich Gott dem Menschen verliehen hatte und das anfangs natürlich und gesund war, jedoch durch die Sünde pervertiert, böse und schädlich wurde. Der Betrug Satans hatte somit zur Folge, dass das Verlangen, das Gott in uns hineingelegt hat, verdarb und schädlich wurde. Und Gott sagt, es gebe dafür nur einen Ausweg, nämlich die Hinrichtung. Er sagt, ich werde den alten durch einen neuen Menschen ersetzen. Lest nur, wie der neue Mensch in Vers 24 beschrieben wird. Den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, das heißt in Übereinstimmung mit Gottes Maßstäben und Gottes Absichten und als Erfüllung des göttlichen Plans. In der Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Es ist wichtig zu verstehen, dass der alte Mensch das Produkt der Lüge ist, der neue Mensch hingegen das Produkt der Wahrheit. Und die Wahrheit bringt Gerechtigkeit und Heiligkeit hervor. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die biblische Wahrheit über den alten und den neuen Menschen zu erkennen. Wer oder was ist nun dieser alte Mensch? Ein Kapitel vorher, in Epheser 3, 17, finden wir eines dieser gewaltigen Gebete des Paulus, ja vielleicht das gewaltigste, das er je gebetet hat. Wenn ich mich mit diesem Gebet erst einmal befasse, kann ich gar nicht mehr aufhören und deshalb greife ich nur diesen einen Vers heraus, Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Wer ist also dieser neue Mensch? Es ist Christus. Auch in Kolosser 1, 27 finden wir ein außergewöhnliches Statement. Ihnen, also uns, wenn wir es annehmen können, also den Gläubigen, den Heiligen, ich sage einfach nur uns, uns wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Es ist ein Geheimnis, das seit Generationen sein Geheimnis ist. Das macht das Ganze so aufregend, oder nicht? Ich sage euch eins, wenn ihr das Evangelium nicht aufregend findet, dann habt ihr nie wirklich begriffen, was es euch sagen möchte. Was ist nun dieses Geheimnis? Drei kleine Worte. Christus in euch. Das ist der neue Mensch. Christus in euch. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinreichend erklären kann, aber es handelt sich dabei nicht um die Person Jesu Christi, die ja zur Rechten des Vaters sitzt. Es handelt sich vielmehr um die Natur Jesu Christi, um das Wesen Jesu Christi. Denn es war ja die Absicht Gottes, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen, Jesus in jedem Gläubigen gleichsam zu reproduzieren. Und ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen, euch aber gleich darauf hinweisen, dass mir einige Leute in diesem Punkt widersprechen könnten. Wiederum sage ich, ich habe nichts gegen sie, sie können trotzdem in den Himmel kommen und ich hoffe, dass sie auch nichts gegen mich haben. Das ist jedenfalls meine Sichtweise. Ich weise immer darauf hin, wenn etwas meine eigene Sichtweise ist und darauf, dass ihr die Freiheit habt, mir zuzustimmen oder nicht. Wenn ihr nun 1. Johannes 3, 9 aufschlagt, stoßt ihr dort auf eine überaus verblüffende Aussage. Wenn euch diese Aussage noch nie verblüfft hat, dann habt ihr sie vermutlich noch nie wirklich begriffen. Es heißt in 1. Johannes 3, 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein, das heißt Gottes Same, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Heißt das nun, dass ein wiedergeborener Christ niemals sündigt? Nun, dann wären viele von uns und ich eingeschlossen davon ausgenommen, glaubt mir. Eine Deutungsmöglichkeit wäre, er sündigt nicht regelmäßig. Meiner Meinung nach würde man damit der griechischen Zeitform etwas abtrotzen, das eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen wäre. Aber es heißt hier nun mal, er kann nicht sündigen. Gibt es jemanden hier unter uns, der wirklich aus Gott geboren ist und von dem man sagen könnte, er könne nicht sündigen? Ich glaube nicht. Was ist nun die Lösung? Meinem Verständnis nach bezieht sich das auf das neue Wesen, das in uns geboren wurde, auf diesen neuen Menschen, auf das Wesen Jesu, das nicht sündigen kann. Ich werde dies anhand von 1. Johannes 5,4 erhärten.
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Johannes sagte nicht jeder der, sondern alles was. Versteht ihr mich? Es ist also nicht nur eine Person, sondern auch ein Wesen, eine Natur. So sehe ich es. Es ist der neue Mensch gemeint. Er kann nicht sündigen. Er ist unverderblich. Wisst ihr, warum er unverderblich ist? Weil Gottes Same in ihm bleibt. Was ist Gottes Same? Schlagen wir 1. Petrus 1, 23 auf, nur den Mittelteil, wir brauchen nicht alles zu lesen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Was ist das Wesensmerkmal des Samens, des Wortes Gottes? Was ist hier das Schlüsselwort? Unvergänglich. Das ist das genaue Gegenteil des Wesens des alten Menschen, der vergänglich und verderblich ist.